Joghurt mit Sauerteig. Wenn das nicht großartig wird, dann weiß ich es auch nicht. Wir starten. Mit 300 Gramm Mehl 1050er Stärke. Dazu kommen 175 Gramm Roggenmehl 1150 und so ein Paket Sauerteig. Den geben wir dann einfach mit dazu. Es sieht nicht appetitlich aus, aber egal. Dazu kommt ein Esslöffel Salz, ein Teelöffel Zucker, ein halber Würfel frische Hefe oder ein Paket Trockenhefe, 150 Gramm Joghurt, dann noch etwas Wasser, lauwarm in diesem Fall löst sich die Hefe besser auf. Und dann könnt ihr das verrühren. Das könnt ihr von Hand machen, das könnt ihr in so einer Maschine machen, das könnt ihr mit dem Knethaken machen, völlig egal. Auf jeden Fall müsst ihr es ungefähr 5 Minuten vermengen, bis ein schöner, fluffiger Teig draus geworden ist. Und jetzt müssen wir den zum ersten Mal gehen lassen. Das machen wir ungefähr 30 Minuten. Da sieht man auch schon, dass der schön aufgegangen ist. Und was wir jetzt noch machen, ist, dass wir Spannung in den Teig reinbringen. Also ihr faltet das so ein bisschen, entweder mit einer Silikonbackmatte oder einfach durch so eine Technik, wie ihr das hier seht. Da muss man jetzt auch nicht wirklich für studiert haben. Das kriegt jeder von euch hin. Und dann sieht es am Ende des Tages ungefähr so aus. Und das Ganze backe ich jetzt wieder im Römertopf. Ich habe euch, weil ich so viele Fragen immer dazu bekomme, einen äquivalenten Römertopf mal verlinkt. Ich persönlich finde, da werden die Brote am besten drin. Es wird einfach eingemehlt, das Brot da reingelegt. Das geht jetzt nochmal 30 Minuten und dann stecken wir es in den Ofen. Und genauso lecker wie das hier ist der Haferhält. Einfach hier klicken und genießen.